Aus dem Evangelium des verkommenen Lebens oder auch das Evangelium Jesu. Kapitel 31, Vers 12 bis 16. Jesus hilft einem Kamel. Jesus zog nach Jerusalem und begegnete einem Kamel mit einer schweren Last Holz. Das Kamel konnte sie nicht den Berg hinaufschleppen. Und der Treiber schlug es und misshandelte es grausam, aber er konnte das Tier nicht von der Stelle bringen. Und als Jesus es sah, sprach er zu ihm: Warum schlägst du deinen Bruder? Und der Mann erwiderte: Ich wusste nicht, dass es mein Bruder ist. Ist es nicht ein Lasttier und dazu gemacht, mir zu dienen? Und Jesus sprach: Hat nicht derselbe Gott aus dem gleichen Stoffe dieses Tier geschaffen und deine Kinder, die dir dienen, und habet ihr nicht denselben Atem beide von Gott empfangen? Und der Mann staunte sehr über diese Rede. Er hörte auf, das Kamel zu schlagen und befreite es von einem Teil seiner Last. So schritt das Kamel den Berg hinan, und Jesus ging vor ihm. Und es blieb nicht mehr stehen bis an das Ende seiner Tagesreise. Und das Kamel erkannte Jesus, denn es hatte die Liebe Gottes in ihm gefühlt. Und der Mann wollte mehr von der Lehre wissen, und Jesus lehrte ihn gerne, und er wurde sein Anhänger.